Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Am 18. April 2007 hatten fünf muslimische Extremisten in der türkischen Stadt Malatya drei Christen, davon zwei Türken und einen Deutschen, brutal ermordet. Wie nun durch einen türkischen Journalisten bekannt geworden ist, könnten am gleichen Ort weitere Morde gegen Christen geplant gewesen sein. Er berichtet in einem Artikel von einem Mann, der im vergangenen August in die türkisch-evangelische Gemeinde in Malatya gekommen sei. Dort habe er einem Christen erzählt, er sei 2016 vom Gendarmerie-Geheimdienst CİTEM beauftragt worden, drei Christen umzubringen. Wie bei den Morden 2007 habe es geheißen, dass Missionare nicht gut für das Vaterland seien. Wie in dem Artikel weiter ausgeführt wird, scheitern zwei seiner Mordversuche. Zur Aufklärung des Sachverhaltes haben die Verantwortlichen der Gemeinde in Malatya durch ihren Anwalt Anzeige erstattet. Vom 31. August bis 8. September hat zum ersten Mal in Deutschland die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, kurz ÖRK, stattgefunden. In Karlsruhe haben sich rund 4000 internationale Gäste aus 350 Mitgliedskirchen getroffen. Wir haben uns mit Megan Louis Schuster unterhalten, der Jugenddelegierten der Sächsischen Landeskirche. Sie setzt sich dafür ein, dass junge Menschen bei der Vollversammlung auch eine Stimme bekommen. Der Austausch war mir besonders wichtig, andere Stimmen zu hören, Diskurse anzugehen, vielleicht auch aufeinander zuzugehen und vor allem ganz wichtig, den Austausch zu pflegen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sein können. Und das wurde auf jeden Fall alles erfüllt. Besonders am Herzen liegen der Studentin Geschlechtergerechtigkeit, queren Menschen in der Kirche Raum zu geben und Klimagerechtigkeit. Bei der 11. Vollversammlung des ÖRK wurde auch die Leitung neu gewählt. Ich hatte das Glück, ich wurde ins Zentralkomitee gewählt. Das bedeutet, meine Arbeit wird es bis zur nächsten Vollversammlung fortgehen. Ich bin dort eine von 19 Jugenddelegierten. Und mir ist ganz wichtig, den internationalen Input zurück in meine Landeskirche zu bringen und zu zeigen, dass Vielfalt eine Stärke ist und keine Schwäche. Megan Louis Schuster ist mit 23 Jahren die jüngste deutsche Delegierte im Zentralausschuss. Das 150-köpfige Gremium besteht zu 59% aus Männern und zu 41% aus Frauen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.